Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu meinem ganz persönlichen Draw My Life. Da ich ein absoluter Zeichenkünstler bin, habe ich mir gedacht, werde ich für euch eine ganz kleine Legende entwerfen, damit ihr ungefähr wisst, was gemeint ist. Eine Person, ein Haus, hier jetzt ein Penis mit Haare und ein Penis ohne Haare. Ganz einfach. Damit der kleine bescheuerte U4TV auch entstehen konnte, muss es natürlich zwei Eltern geben, die sich lieben. Und zwar immer noch. Also ich habe Eltern, die immer noch zusammen sind. Darüber bin ich übrigens auch äußerst glücklich. Falls meine Eltern das sehen, ihr wisst Bescheid. Wie bei jedem normalen Kind bin ich auch durch zwei Menschen entstanden, die sich eben geliebt haben und so weiter und so fort. Ihr wisst, was gemeint ist. Und so habe ich eben als kleiner Sperma ganz früh schon ein erstes Rennen gewonnen. Genau. Ich wohnte jedenfalls irgendwo hier in der Nähe von Köln. Weiter sage ich nichts dazu. In einer größeren oder beziehungsweise in einer in einem großen Wohnblock und in einer Wohnung. Und ja, später ist übrigens meine Schwester noch dazu gekommen. Das heißt, meine Eltern haben ein zweites Mal Spaß gehabt. Genau, so kann man es ausformulieren. Im Kindergarten gab es aber quasi zwei größere Gruppen. Einmal die Gruppe, in der ich war mit verschiedenen Leuten und einmal eine Gruppe mit anderen Leuten. Wir konnten uns irgendwie nie leiden, das war so ein Typ mit Locken. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen übertrieben ist, ist jedenfalls auch egal. Und wir konnten uns jedenfalls gar nicht leiden, so war ich irgendwie regelmäßig in Kindergartenschlägereien verwickelt. Ich weiß auch nicht genau, wie das gekommen ist. Jedenfalls mussten wir dann irgendwann umziehen, beziehungsweise, ja, weil wir nicht so viel Platz in der Wohnung hatten, sind wir dann umgezogen, weiter weg, hat mich aber nie groß gestört. Glaube ich zumindest, ich erinnere mich auch nicht mehr richtig. Und wir sind dann in ein eigenes Haus gezogen, worüber ich sehr glücklich bin, dass wir überhaupt in einem Haus leben können. Ganz genau. Und ich habe dort dann auch schnell einen Kumpel kennengelernt, mit dem ich jede Menge Scheiße machen konnte. Bis heute übrigens auch, der wohnt immer noch hier. Wir haben zum Beispiel irgendwann mal auf der Straße Bananen und Äpfel und so für unwahrscheinlich teure Preise verkaufen wollen. Für unsere Nachbarn hat irgendwie niemand gekauft, hat uns auch irgendwie gewundert. Aber war auf jeden Fall eine lustige Erfahrung, die wir da gemacht haben. Definitiv. Ja, dann kamen wir wenig später in die Grundschule und die Grundschule bestand quasi auf zwei großen Dingen. Einmal Fußballspielen, dann regelmäßigen Schlägereien. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war die Schule ziemlich brutal. Und dann gab es da irgendwie noch so eine Schaukel, eine Riesenattraktion, war ziemlich lustig. Irgendwie hat sich da regelmäßig jemand verletzt, das war echt verrückt, ja. Ja, jedenfalls ging es dann auch irgendwann Richtung Gymnasium und am Anfang, als ich da reingekommen bin, habe ich echt so gedacht, wie soll man sich hier zurechtfinden? Das waren wahnsinnig viele Gänge und Geheimschächte und was auch immer, aber irgendwann ging es dann auch schon nach ein paar Mal zu spät zum Unterricht kommen oder oftmals zu spät zum Unterricht kommen. War ziemlich lustig. Das Gymnasium bestand jedenfalls aus verschiedensten Gruppen, zum Beispiel den coolen Leuten mit coolen Haaren, sonst was. Dann gab es einfach die Gruppe der Nerds. Haben eben immer regelmäßig Spiele gezockt. Dann eben die Bitches, die auch immer meinten, irgendwie coole Gruppen gründen zu müssen, was auch immer mit irgendwelchen Vornamen. Das hat sich mittlerweile alles gelegt, das war eben früher so. Und dann eben noch die Normalen, zu denen ich natürlich gehört habe, ist ja logisch. Die gab es jedenfalls dann auch noch. Ja, wie bin ich eigentlich zum Videodreh gekommen? Es gab mal so eine Webcam, die hatte so eine coole Einstellung. Das soll übrigens eine Webcam darstellen. Und zwar konnte man da irgendwie die Gesichter so ganz komisch verzerren. Das habe ich jedenfalls mit dem Kumpel gemacht, mit dem ich, der eben auch schon erwähnt wurde. Da konnten wir die Gesichter so ganz komisch verzerren. Und irgendwie sind wir dann auch später auf die Idee gekommen, dass wir das dann vielleicht ja irgendwann auch mal, weil es ja so lustig aussieht und weil es bestimmt viele Leute begeistern würde, auf YouTube hochzuladen. Es war kein Fehler, weil sonst würdet ihr mich nicht kennen. Aber irgendwie war es an der Stelle vielleicht ein bisschen sinnlos, weil die Bewertungen und die Kommentare waren jetzt nicht, sagen wir mal, so mega. Den Kanal gibt es übrigens immer noch, aber ich werde nicht sagen, wie ihr heißt. Vielleicht finde ich es ja selber irgendwann mal heraus. Wer weiß. Zu Weihnachten habe ich dann jedenfalls, da kann ich übrigens immer noch sehr froh drüber sein, also danke an meine Eltern, eine Kamera geschenkt bekommen, die mich äußerst glücklich macht und die mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Es gab da zuerst dann den Kanal Fußball1TV, dann gab es eben U4TV, mittlerweile gibt es noch U4Vlog. Und gerade dadurch, durch dieses Geschenk, dadurch, dass ich einfach viel Erfahrung sammeln konnte in den letzten 2-3 Jahren, habe ich einfach diese coole Community, damit seid ihr übrigens gemeint, diese coole Community kennengelernt, euch Leute,
Ich bedanke mich wirklich herzlich dafür. Ihr seid mega cool. Das ist keine Schleimerei. Es freut mich einfach immer, nette Kommentare zu lesen. Leute, die sich an meinen Videos erfreuen können, glauben meine Eltern immer noch nicht, dass es da Leute gibt, die über meine Witze lachen. Tja, ihr seht es. Und einfach vielen, vielen Dank dafür, YouTube. Dafür bekommst du auch nochmal ein Herzchen. Und ja, das war jetzt mein kleines Draw My Life. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, das Kommentieren war total blöd, aber ich habe gerade irgendwie keinen Plan, wie ich es besser machen könnte. Und Respekt an all die anderen, die so traurige Geschichten haben. Ich habe leider eine total normale Geschichte nur. Und ja, genau, das war's erstmal. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bis dann und ciao.